So, wir machen weiter im Römerbrief, Römer Kapitel 3, die Verse 21 bis 26. Das ist unser heutiger Textabschnitt, Römer Kapitel 3, die Verse 21 bis 26. Lass uns das erstmal im Zusammenhang lesen, bevor wir uns dann nachher Vers für Vers anschauen. Römer Kapitel 3, die Verse 21 bis 26. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sich vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selber gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du uns heute Abend hierher geführt hast, dass wir jetzt diese Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Und so bitten wir dich auch, Herr, ja, nimm du alles Störende hinweg, dass wir uns konzentrieren auf dein Wort, auf die Gebetsanliegen. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, aus den Abschnitten zuvor, wir sind ja jetzt schon seit einigen Wochen mit dem Römerbrief beschäftigt, da haben wir festgestellt, dass alle vor Gott schuldig sind. Und niemand jetzt aufgrund seiner Beschneidung oder aufgrund irgendeiner Werksgerechtigkeit gerettet wird. Und so heißt es unter anderem ja in Vers 20, also in dem Abschnitt davor in Vers 20, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Darüber hinaus habe ich vor ein paar Wochen mal gesagt, dass ja der ganze Römerbrief ja irgendwo so einem Gerichtsprozess ähnelt. Und in unserem Abschnitt heute und dann auch in der Fortsetzung nächste Woche spricht, wenn man so will, der Richter praktisch das Urteil. Und da lesen wir zunächst einmal Vers 21. Und ihr seht, ich habe ja dann manchmal jetzt so zwei Übersetzungen so gegenübergestellt. Braucht ein bisschen mehr Zeit, aber ich denke, es ist manchmal auch ganz hilfreich, auch eine andere Übersetzung dann noch hinzuzuziehen. Also, Vers 21, nun aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Doch jetzt hat Gott, und zwar unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Paulus, er beginnt diesen Abschnitt also mit einem kräftigen, je nach Übersetzung, jetzt aber, nun aber oder doch jetzt und offenbart damit ja den Beginn eines neuen Heilszeitalters. Ne? Nun aber, jetzt aber, ja mit anderen Worten eben nicht mehr in der Zeit des Gesetzes, nein, sondern jetzt im Gnadenzeitalter. Das heißt, Paulus, er spricht hier von der Gerechtigkeit Gottes, die auch außerhalb des mosaischen Gesetzes, welches hinter uns liegt, in der Vergangenheit, welches außerhalb des mosaischen Gesetzes, nämlich jetzt, in der Zeit der Gnade, durch das Gesetz und durch die Propheten bezeugt bzw. bestätigt wird. Und das verdeutlicht, dass das Gesetz als solches, ist ja auch immer so diese Diskussion, dass das Gesetz als solches jetzt nicht aufgehoben ist, sondern jetzt, in unserem Gnadenzeitalter ihre Erfüllung erhalten hat. Das Gesetz ist in dem Sinne nicht ungültig, sondern bestätigt.
bestätigt und erfüllt. So heißt es dann in Vers 31, das kommt dann nächste Woche, ne? Ich lese es aber schon mal hier, Vers 31 aus Kapitel 3. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Und dann argumentiert ja Paulus, nee, das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Und ich will es mal so vergleichen. Wenn sich jetzt zwei Leute verloben, wird durch die Heirat die Verlobung nicht ungültig, sondern erfüllt. Ja? Die Verlobung erfüllt sich. Und so ist das mit dem Gesetz hier praktisch auch. Und Paulus, er argumentiert, dass ja das Gesetz auf Jesus zusteuerte. So wie auch die Verlobung, ne, auf das große Ziel, auf die Heirat zusteuert, so steuerte das Gesetz des alten Bundes hin auf dieses Ziel zu, auf Jesus Christus. Es hat in Christus seine Erfüllung gefunden und somit natürlich auch seine Bestätigung. Das heißt, die Gnade Gottes, die sich in Jesus Christus jetzt in diesem Zeitalter der Gnade offenbart, wurde bereits durch das Gesetz und auch durch die Propheten des alten Bundes vorgeschattet. Das Gesetz, es war ja nie das Ziel, sondern eine Etappe hin zum Ziel, so wie auch eine Verlobung nicht das Ziel ist, sondern auf das große Ziel zusteuert. Ja, und auch die Propheten des alten Bundes, sie waren ja nicht die Lösung, sondern sie wiesen auf die Lösung hin, ne? Beziehungsweise genauer gesagt, sie wiesen auf den Erlöser hin. So, und wenn Paulus sagt, dass jetzt die Gerechtigkeit Gottes offenbar beziehungsweise sichtbar gemacht wurde, ja, so ist klar, dass er damit natürlich Jesus meint, um den es ja im ganzen Brief geht, ne? Im ganzen Römerbrief geht es ja um den Glauben an Christus Jesus. Und so heißt es, ja, dann weiter hier in Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Also die Gerechtigkeit Gottes, und wir könnten ja hier auch von der Gnade Gottes sprechen, sie ergießt sich über alle Menschen. Automatisch, Generalamnestie? Nein, über alle Menschen, die glauben. Der Glaube ist das entscheidende Kriterium und nichts anderes. Und so fährt Paulus dann weiter fort mit der Bekräftigung oder auch mit dem Spruch des Richters, wenn wir bei diesem Gerichtsprozess bleiben wollen, hier aus Römer Kapitel 3, dann weiter die Verse 22, 23, das Urteil des Richters, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Und ich füge dem ein, egal, ob beschnitten oder unbeschnitten, egal ob mit oder ohne Gesetz, egal ob Jude oder Heide, denn es ist kein Unterschied. Aber genauso, und das ist jetzt der Umkehrschluss, genauso wie alle ohne Unterschied schuldig sind vor Gott, so sind im Umkehrschluss auch alle ohne eigenen Verdienst gerechtfertigt. So, wie es hier weitergeht, dann in Vers 24, so dass sie gerechtfertigt werden, denn alle, ohne Unterschied, ohne Verdienst, durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also nicht gute Taten, nicht das Halten des Gesetzes, nicht Almosen, nicht Opfer, nicht irgendeine Herkunft oder auch Staatsangehörigkeit, nein, sondern der Glaube an Jesus Christus spricht den Menschen frei von seiner Schuld. Und ich will es mal so sagen, ja, die Möglichkeit zur Gerechtigkeit, die schenkt Gott aus Gnade. Er müsste das ja gar nicht tun, das ist Gnade. Er schenkt jedem Menschen die Möglichkeit zur Gerechtigkeit. Und die Erlösung geschieht aus Glauben. So wie es hier dann in Vers 25 auch weiter
zum Ausdruck kommt. Ne? Ihn, da geht es natürlich um Christus Jesus, ihn hat Gott zum Sühnopfer oder auch Sühneort, ja, bestimmt, das wirksam wird. Das ist ja das Entscheidende. Die Gnade Gottes, sie ist jedem dargereicht. Ja? Aber sie muss wirksam werden, wirksam gemacht werden. Das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Gott hat in seiner Menschwerdung den Herrn Jesus als Sühneort hingestellt und zum Sühnopfer bestimmt. Und das heißt ja, es bedarf jetzt keines besonderen Ortes mehr, ne, um sich Gott zu nahen. Kein Heiligtum, kein Tempel, keine Zionshalle, keine Opferstätte, nichts, nichts. Als einzig und allein der Glaube an Jesus Christus. Und des Weiteren bedarf es auch keines gesetzlichen oder menschlichen Opfers, nicht irgendeiner menschlichen Kraftanstrengung oder was auch immer, nein, sondern einzig und allein der Glaube an das Blut des Christus. Es ist das Blut des Lammes, was am Kreuz von Golgatha dahingegeben wurde, um unsere Schuld ein für allemal zu sühnen. Ja, aber da sei jetzt die Frage gestattet. Und was ist mit denen, die vor Golgatha gestorben sind? Und hier argumentiert Paulus wie folgt. Weiter hier im Text. Weil er die Sünden ungestraft ließ. Die zuvor, was heißt zuvor? Ja, vor Golgatha, ne? Weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor, vor Golgatha geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. So, nochmal genau der gleiche Vers, einfach die andere Übersetzung. Ne? Als er die bis dahin, bis Golgatha, begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt, nach Golgatha, in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Ja, was bedeutet das? Nun, das Opfer des Herrn Jesus, was er vollbracht hat am Kreuz von Golgatha, das ist das endgültige und abschließende Opfer. Er nahm die Strafe stellvertretend auf sich, so dass alles vor Golgatha in dem Sinne ungestraft blieb oder vielleicht besser gesagt ungesühnt blieb. Und in diesem Sinne übte Gott Zurückhaltung, ja, bis Golgatha. Zurückhaltung oder Nachsicht, man könnte auch von einem Aufschub sprechen. Denn das Gericht Gottes wird erst am Kreuz entschieden, dort werden die Sünden abschließend gestraft bzw. gesühnt. Denn er ist ja das Sühnopfer und der Sühneort, welcher alle Schuld auf sich nimmt. Und das heißt, der Herr Jesus, ja, er ist auch der Erlöser für die Gläubigen des alten Bundes. Der Jesus, ne, da gab es, also vor Golgatha, gab es in dem Sinne keinen anderen Erlöser, der in jener Zeit die Erlösung bewerkstelligt hätte, nee. Jesus ist der Erlöser der gesamten Menschheit, egal ob die vor oder nach Golgatha gelebt haben. Der Jesus ist auch der Erlöser für die Gläubigen des alten Bundes, die vor Golgatha gelebt haben. Die haben in dem Sinne bis Golgatha nie eine vollständige Sühnung erlebt, so dass deren Strafe ungesühnt blieb. So, und für diese hat Christus die Sünden praktisch im Nachhinein gesühnt und die gerechte Strafe, die bis anhin ungestraft blieb, auf sich genommen. Denn der, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde geworden. Und das gilt, wie gesagt, auch für die Gläubigen des alten Bundes, die im Glauben an die Verheißungen Gottes
gestorben sind. Und das deckt sich mit der Aussage hier aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 15. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Ne? Jetzt aber, nun aber, es ist was Neues geschehen. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Mit seinem Tod, Golgatha, hat er für die unter dem ersten Bund, weit, weit, weit vor Golgatha, begangenen Übertretungen bezahlt. So, dass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Und im Klartext bedeutet das, um einfach mal so einen Namen zu nennen, eines Gläubigen aus dem alten Bund, ne, nehmen wir David. Denken wir an seine Schuld mit Bathseba, und das war sicherlich nicht seine einzige Schuld. Ja? Davids Schuld wurde vergeben, ja, sehr wohl. Aufgrund seiner Buße, aufgrund seiner Gebete, aufgrund seiner Opfer, aufgrund des Gesetzes, aufgrund seines Glaubens und aufgrund der Gnade Gottes. Aber seine Schuld wurde in dem Sinne nie vollständig gesühnt. Bis Golgatha. Das konnte erst am Kreuz von Golgatha geschehen. Und bis dahin übte Gott Nachsicht. Bis dahin gab es praktisch einen Aufschub, ja, in seiner Gnade, in seiner Langmut und in seiner Liebe. Und hätte Gott keine Zurückhaltung walten lassen im alten Bund, dann wären praktisch alle Menschen vor Golgatha verloren. So unter dem Motto, Pech gehabt. Ne? Ihr seid zu früh geboren und vor allem zu früh gestorben. Aber durch diese Zurückhaltung, durch diesen Aufschub, hat Gott das Gericht ja eben aufgehoben und im Nachhinein am Kreuz vollständig sühnen lassen. Ja, und damit noch einmal zurück hier in unseren Text und den abschließenden Vers 26. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selber gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Hiermit wird praktisch das Gesagte abgerundet und Paulus erhebt die Gerechtigkeit Gottes hervor, der die Sünde ja nicht ungestraft lässt, denn dann wäre Gott nicht gerecht, ja? Gott kann die Sünde nicht ungestraft lassen, und zwar egal ob Jude oder Heide, egal ob mit oder ohne Gesetz, egal ob vor oder nach Golgatha. Der Gerechtigkeit Gottes muss zwingend Genüge getan werden. Niemand kommt ungestraft davon. Das Gericht über die Sünde ist unabdingbar. Und für die Heiligkeit Gottes, für seine Gerechtigkeit unverzichtbar. Auch Davids Schuld, um auf dieses Beispiel zurückzukommen, musste der gerechten Strafe zugeführt und gesühnt werden. Doch diese Strafe für alle, ob für die Gläubigen des alten Bundes, ob für die Gläubigen des neuen Bundes, diese Strafe trifft in voller Härte den geliebten Sohn Gottes, Jesus Christus, am Kreuz von Golgatha. Die Nachsicht Gottes oder dieser Aufschub Gottes hat am Kreuz sein Ende. Und damit erweist Gott in der jetzigen Zeit, in dieser Zeit der Gnade nach Golgatha, seine Gerechtigkeit. Denn er allein ist gerecht, der die Sünde nicht ungestraft lassen kann. Und er macht jeden gerecht, der an Jesus glaubt und seine Schuld stellvertretend sühnen lässt. So wie es hier am Ende von Vers 26 geschrieben steht, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt, beziehungsweise der aus dem Glauben an Jesus ist. Dadurch wird die Gnade Gottes wirksam, wie aktiviert. Ja, und das deckt sich mit 2. Korinther
Kapitel 5, Vers 21, und das ist dann auch mein Schlusswort hier für diesen Abschnitt. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Christus Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und das, wie gesagt, gilt allen Menschen, ob vor oder nach Golgatha. Dem Herrn sei es gedankt. Amen.